Hallo Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre im Oktober. Jetzt anmelden. Und ich habe hier bei mir die Irmi, die sich sofort vorstellen wird. Bitte schön. Hallo Christian, servus, danke für die Einladung auch zu diesem heutigen Meeting. Mein Name ist Irmgard Fallmann, ich komme von der Donau-Universität Krems, bin hier zuständig für das Service Center für digitales Lehren und Lernen, habe aber in diesem Beitrag hier dann bei der Konferenz noch eine andere Rolle. Und zwar war ich vorher Lehrgangsleiterin für den Lehrgang Personalmanagement mit Personalmanagement und Kompetenzentwicklung mit neuen Medien, den jetzt Edmund Banzenböck leitet. Und das ist gerade auch spannend. Edmund Banzenböck wird bei mir dabei sein, bei unserem gemeinsamen Trek in St. Pölten. Und wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt. Damals ich als Lehrgangsleiterin und Edmund als Abhalt ans Modul Verantwortlicher zum Thema Problem-Based Learning. Wunderbar. Womit wir gleich beim Thema sind, nämlich Problem-Based Learning. Und ich möchte gern von dir wissen, wie kann man es verhindern, dass es gelingt und wie kann man dafür sorgen, dass das garantiert schief geht? Ja, das ist vielleicht ganz spannend. Wir haben uns gewagt, über das Szenario in einem reinen Online-Setting Problem-Based Learning einzusetzen. Und jetzt wissen wir natürlich, dass gerade Problem-Based Learning so im klassischen Sinn nach dem Modell von Maastricht eine sehr starke Interaktion zwischen Lehrenden oder eher zwischen Lerncoach und Studierenden braucht. Wenn man das jetzt rein in den virtuellen Raum setzt, wo die Interaktion und der Austausch natürlich durch das Setting an sich schon anders aussieht, muss man sich natürlich auch wagen, hier gewisse Dinge anzupassen. Das ist uns ganz gut gelungen, aber ein zentrales Learning, vor allem in der Online-Lehre, zu wenig Betreuung, zu wenig Struktur ist sicherlich etwas, was insbesondere in der Online-Lehre hochgradig problematisch wäre. Ja. Was uns natürlich sofort dazu führt, was heißt dann genug Betreuung? Wie viel braucht es da oder was braucht es da, um in diesem virtuellen Raum dafür zu sorgen, dass die Leute intensiv zusammenarbeiten? Das war bei uns die große Herausforderung. Wir haben uns orientiert an dem Siebensprung, der im Modell von Maastricht bei Problem-Based Learning vorkommt. Das heißt, der Siebensprung gibt schon ganz eine klare Struktur vor. Die Struktur haben wir sehr sauber in der virtuellen Lernumgebung aufgelistet. Das heißt, die Studierenden konnten im Vorfeld sich über die Methode auch gut informieren. Aber was ganz zentral war, Edmund Banzenböck hat dann auch im Sinne eines virtuellen Kick-Offs, eines Webinartermins, die Leute wirklich bei der Hand genommen und dazu beigetragen, dass sie sich auch mit der Methode entsprechend vertraut machen. Und dann natürlich in weiterer Folge laufende Coaching-Einheiten. Also es war wichtig, relativ eng zu takten und immer wieder im virtuellen Raum auch von Seiten des Lerncoaches Präsenz zu zeigen. Ja, für mich klingt das gleich auch noch nach ein bisschen einer Inhaltsbeschreibung von dem, was ihr bei dem Tag der Lehre uns vorstellen werdet, oder? Ja, das ist im Prinzip der Inhalt. Wir wollen beim Tag der Lehre unser didaktisches Konzept vorstellen, das wie gesagt auf diesen Siebensprung aufbaut. Die Methode des Problem-Based Learnings nach diesem Siebensprung ist ja natürlich sehr stark bewährt und erprobt im Präsenzsetting. Im Online-Setting ist es doch eine andere Herausforderung. Diese Herausforderung haben wir uns gestellt und beim Tag der Lehre möchten wir das gemeinsam auch mit den Teilnehmerinnen vor Ort diskutieren. Insbesondere auch uns damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich Tutoring in einem Problem-Based Learning-Kontext in der Online-Lehre. Ich gebe zu, jetzt hast du mich wahnsinnig neugierig gemacht. Und vielleicht magst du mir ein oder zwei Aspekte sagen, was Tutoring da bedeuten könnte. Was könnte Tutoring bedeuten? Ja, wir haben jetzt eine zentrale Methode bei Problem-Based Learning, ist natürlich auch, dass Studierende selbstständig Lernziele definieren und dann sehr selbstgesteuerten Prozess letztlich eingehen, der aber in einem Gruppensetting stattfindet. Was unsere Erfahrung gezeigt hat, ist, dass es für die Studierenden oft sehr schwierig ist, sich aus einem undefinierten Problem heraus selbst Lernziele zu definieren. Und da hat es bedeutet, die Aufgabe des Coach war hier sehr klar, mit individuellen Webterminen, also Online-Sprechstunden, die Studierenden doch ein Stückchen weit bei der Hand zu nehmen und sie zu begleiten. Sonst hat unsere Erfahrung gezeigt, verlieren sich die Studierenden, sind überfordert auch mit der Freiheit, die wir ihnen gewähren wollten. Ja. Also es braucht eine gewisse Begleitung. Ja, genau. Das sehe ich ganz genauso und ist auch Erfahrungen, die wir gemacht haben in anderen Kontexten, decken sich mit ihm genau.
Ja, für mich klingt das nach einem wirklich, wirklich spannenden Beitrag, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, wer das noch nicht getan hat, jetzt für den Tag der Lehre anmelden. Es ist kostenlos, es ist großartig. Sie treffen so fantastische Menschen wie die Irmgard Fallmann und den Edmund Pantzenberg. Ja, auch wir freuen uns auf den Austausch.